Hallo und herzlich willkommen zum Dusima Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier sind bei dieser E-Learning-Plattform für frühkindliche Bildung. Mein Name ist Ursula Günster-Schöning. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Prozessbegleitung und moderiere diesen interaktiven Pädagogik-Talk. Dusima steht für Qualität, frühkindliche Förderung und Innovation. Daher hat Dusima auch dieses Format im letzten Jahr ins Leben gerufen. Und so treffen wir uns immer dienstags, einmal im Monat für eine Stunde um 3 Uhr und laden dafür unterschiedliche Expertinnen und Experten, interessante Gäste und Pädagogen aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung ein. Meine Gästin heute ist Frau Professorin Dr. Reingard Knauer. Herzlich willkommen. Ja, moin, schön, dass ich da sein darf. Sehr gern. Unser Talk richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung und daher freuen wir uns, dass auch dieses Thema wieder auf großen Anklang gestoßen ist. Und ich begrüße all unsere Teilnehmenden, die jetzt im digitalen Raum, so wie wir auch sitzen und sich auf diesen Talk freuen. Wir gestalten den Talk immer sehr interaktiv, das heißt, wir laden Sie alle ein, sich zu beteiligen, indem Sie Fragen, Anregungen oder auch Ihre Ideen oder das, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, in den Chat schreiben. Wir versuchen das auch im Talk zu berücksichtigen, freuen uns auch da auf Ihre Fragen. Und Fragen ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich gerne damit starten, Sie einmal zu fragen, wer ist denn heute hier zu uns gekommen? Und das Erste, was wir gerne wissen möchten, ist, aus welchem Bundesland sind Sie heute dazugeschaltet? Auch hier sehen Sie wieder unsere Abfrage. Das machen wir immer zu Anfang, einmal zu gucken, wo kommen denn unsere ganzen Teilnehmenden her? Und ich kann schon sehen, dass es ein bunter Mix heute ist aus unterschiedlichen Bundesländern. Und ich warte noch mal ein, 2 Sekunden, bis alle geklickt haben. Und dann beende ich die Umfrage. Und zeige Ihnen einmal, aus welchen Bundesländern unsere Gäste heute hier im Raum sind. Wir haben einen großen Anteil heute aus Bayern. Herzlich willkommen. Und sehe aber auch die anderen Bundesländer sehr gut vertreten. Also ein wirklich bunter Mix quer durch die Bundesrepublik Deutschland. Dann möchten wir gerne wissen, was machen Sie denn, wenn Sie nicht hier beim Talk sind? Entschuldigung, das war jetzt von mir Quatsch, das war die gleiche Frage nochmal, das verwerfe ich gerade mal, sondern es geht um das, was Sie tun, wenn Sie nicht hier beim Talk sind. Das heißt, in welchem Bereich sind Sie tätig? Arbeiten Sie schwerpunktmäßig in der Kita? Sind Sie eher bei den Allerkleinsten im Einsatz, das heißt im U3-Bereich? Arbeiten Sie in der Schule? Auch das ist für uns spannend, weil dann können wir gegebenenfalls im Talk nochmal sehr gut darauf eingehen. Und ich kann schon sehen, dass wir heute einen wahnsinnig großen Schwerpunkt haben im Bereich Kita. Und ich zeige Ihnen auch schon einmal die Ergebnisse. Und ja, 73% kommen heute aus dem Kindertagesstättenbereich. Dann haben wir aber auch aus dem U3-Bereich noch etliche pädagogische Fachkräfte, sowie auch aus dem Bereich der Familienzentren, der Tagespflege. Und sonstiges, das ist dann einfach auch nochmal spannend. Wer möchte, kann das gerne in den Chat schreiben. Und ich hole jetzt mal meinen Talkgast zu mir ganz nah ran. Und wir haben ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema heute: Partizipation, die Beteiligung, die Mitbestimmung von Kindern im Kita-Alltag oder auch schon bei den Allerkleinsten in der Krippe und darüber hinaus nachher auch in der Grundschule. Manchmal scheint es so, dass Partizipation ein im Moment Thema ist, was en vogue ist, was in den Schlagzeilen steht, was betrachtet wird. Vielleicht nochmal hochgespült durch die Kinderrechte, die wir auch jetzt im Moment maßgeblich verstärkt in den Blick nehmen. Meiner Meinung nach ist es aber ein Thema, was wir flankierend schon ganz lange in unserer Arbeit haben. Wenn ich beispielsweise an die Arbeitsmaterialien denke, die Maria Montessori entwickelt hat, wo ein hoher Anteil war an Beteiligung von Kindern und auch Selbstkontrolle. Also scheint es doch ein etwas älteres Thema zu sein, mit einer vielleicht ja neuen Strahlkraft. Und wenn wir sagen, Kindertageseinrichtungen leisten einen ganz wesentlichen Beitrag, um Teilhabechancen zu ermöglichen, auch mit Blick auf Bildungsgerechtigkeit und zur Verbesserung vor allen Dingen auch der Demokratie als langfristiges Ziel, dann gehört Partizipation wirklich in die Mitte, in den Fokus. Und darüber möchten wir heute mit Ihnen gemeinsam sprechen und vor allen Dingen mit unserer Expertin.
Wann und wo dürfen Kinder eigentlich konkret mitbestimmen? Wann gilt es, die Verantwortung als pädagogische Fachkraft vielleicht ganz fest in den Händen zu halten? Und wo müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle locker lassen oder gar loslassen und Kindern das ermöglichen? Die Möglichkeiten sind sehr, sehr breit gefächert. Und ich erlebe das in meinem Alltag als Weiterbildnerin und Prozessbegleiterin, dass es sehr unterschiedlich ist, wie das Thema gelebt wird. Die Pandemiekrise hat mit Sicherheit einiges dazu beigetragen, dass an der einen oder anderen Stelle auch das Thema nochmal anders angeguckt wurde, nämlich Beteiligung, Mitbestimmung, Selbstbestimmung. Und das in Zeiten, wo vieles vorgeschrieben war. Auch darüber möchten wir heute nochmal kurz mit Ihnen sprechen. Aber zunächst gilt es darum, erstmal ins Thema einzutauchen. Und Frau Professor Reingard Knauer ist da die absolute Expertin. Seit über 20 Jahren ist es ein Herzensthema von ihr. Ich verfolge ihre Arbeit sehr, sehr offen und vor allen Dingen interessiert und das auch schon über einen längeren Zeitraum. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Professorin an der Fachhochschule in Kiel. Sie ist Mitglied im Institut für Partizipation und Bildung und hat zusammen mit Rüdiger Hansen die Bildungsleitlinien für den Kindertagesstättenbereich in Schleswig-Holstein mitentwickelt und auch geschrieben und auch das Konzept Die Kinderstube der Demokratie. Ich glaube, das Konzept kennt mit Sicherheit jeder oder jeder, der sich mit dem Thema Partizipation schon einmal auseinandergesetzt hat. Und damit leite ich jetzt auch über zu meiner Talkgastin. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit haben, um mit uns auf dieses Thema zu schauen. Und meine erste Frage ist natürlich auch, Frau Professor Knauer, warum ist denn Partizipation Ihr Thema, dass Sie sagen, das halte ich schon seit Jahren jetzt fest im Griff. Ich forsche dazu. Mir ist es ein Herzensthema. Lassen Sie uns teilhaben, warum das so ist. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich da sein darf und die Möglichkeit bekomme, zu diesem Thema, was tatsächlich mein Herzensthema ist und das seit vielen Jahren, hier mit Ihnen zu sprechen und zu arbeiten. Ja, warum interessiert mich Partizipation? Eigentlich begann das im Studium. Ich habe vor vielen, vielen Jahren auch mal soziale Arbeit studiert. Und was mich immer fasziniert hat, womit ich mich immer beschäftigt habe, war die Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Großen und Kleinen, also mein Schwerpunkt war tatsächlich auch früh schon Kita, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern gestaltet? Weil das ist ja letztlich die Kernfrage von Pädagogik. Ne? Wir arbeiten mit anderen Menschen zusammen und wir brauchen eine Perspektive, die aus meiner Sicht von Respekt und auch von Recht gekennzeichnet sein muss. Ich habe mich dann relativ früh auch schon mit Janusz Korczak auseinandergesetzt, ein polnischer Arzt und Pädagoge, der ja schon vor 100 Jahren in seinen Heimeinrichtungen die Rechte von Kindern beschrieben hat. Von dem können wir unendlich viel lernen. Also Partizipation ist ein altes Thema, wenn Sie so wollen, und gleichzeitig ein neues. Und dann starteten wir 2001 eben mit diesem Projekt, Modellprojekt, das Sie schon erwähnt haben. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und ich entdecke heute nach all diesen vielen Jahren tatsächlich immer noch Neues und merke das Thema, ja, ist unendlich und macht auch ganz viele Kernthemen von Pädagogik immer wieder neu auf. Also es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, das merkt man und auch das heiße Herz, was für das Thema brennt bei Ihnen. Ich finde ja auch, Partizipation ist universell. Es hat Strahlkraft in ganz, ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft, von der Mitarbeiterführung bis hin zur Beteiligung. Und wie Sie auch gerade schon sagten, es ist auch ein Recht, nicht nur, was wir als Erwachsene in Anspruch nehmen für uns, sondern auch, was ja auch bei den Kindern festgeschrieben ist. Eben, sie haben Rechte, sich zu beteiligen, was ihre Meinung anbelangt, gehört zu werden und so weiter. Und ich würde jetzt gerne einmal ganz kurz die Teilnehmenden heute hier in unserem Talk ansprechen wollen, und zwar mit Blick auf die Pandemie. Ich hatte das eben schon mal gesagt. Ich habe erlebt, vor der Pandemie waren wir schon viel, viel weiter. Viele Einrichtungen haben sich sehr bemüht um Beteiligungsrechte für Kinder, haben auch geguckt, wie können wir das niederschwellig im Alltag einbringen. Einige sind sogar in strukturelle Verankerungen gegangen. Dann kam die Pandemie und ich würde gerne einmal wissen, was habt ihr, was haben Sie erlebt durch die Pandemie? Wo wurde das Recht der Kinder stark beschnitten? Vielleicht können Sie uns ein paar Stichworte in den Chat schreiben, wo Sie ganz bewusst im Alltag festgestellt haben, da mussten wir 3 Schritte wieder zurückgehen und jetzt fangen wir langsam an, das wieder einzuholen.
Wo sagen Sie, da sind wir schon wieder angekommen bei dem, wo wir vorher waren? Also lassen Sie uns mal kurz auf das gucken, was vielleicht gerade mit Blick auf die Pandemie, mit Blick auf die Partizipation an Nachteilen für Kinder entstanden sind. Ich schaue mal, was da so einplöppt oder eintrudelt. Genau, keine freie Raum- und Gruppenwahl mehr. Das in der Küche helfen wurde aufgehoben. Ich habe es ganz häufig auch erlebt, Kinder durften sich nicht mal mehr selber ein Getränk einschütten oder sich ihr Essen aufgeben, weil dann gesagt wurde, aus Hygienerichtlinien durfte das nicht weiter stattfinden. Auch so eine Teilnehmerin schreibt gerade das Aussuchen der Spielpartner, weil man reglementiert war auf die Gruppenräume. Es durfte sich nicht mehr vermischen. Im Außengelände wurde das abgesperrt. Kinder durften sich nur in bestimmten Bereichen aufhalten. Genau, auch da die Rückmeldung nochmal. Eltern können ihre Kinder nicht mehr in den Räumlichkeiten begleiten. Auch das Thema Eingewöhnung. Vielen Dank für diese engagierten Rückmeldungen. All das habe ich persönlich auch erlebt. Und Frau Knauer, Sie nicken. Es ist wahrscheinlich auch bei Ihnen angekommen auf der Ebene, nämlich jetzt zu gucken, wie kriegen wir jetzt den Dreh wieder. Und da würde ich gerne mit Ihnen hingucken, was wäre für Sie jetzt wichtig, wenn Sie mit Kindertagesstätten arbeiten oder jetzt auch die Kollegin hier im Raum haben, was würden Sie denen gerne zurufen? Wie kann das gelingen, jetzt wieder die ersten Schritte in Richtung Rechte der Kinder zu gehen, dass wir das wieder hochfahren, was wir vielleicht runterfahren mussten? Ich musste gerade schmunzeln bei der Anmerkung, Eltern können ihre Kinder nicht mehr in die Kita, in die Räumlichkeiten begleiten. Das ist tatsächlich so. Und ich habe aber auch erlebt, dass einige Fachkräfte das durchaus gut fanden, weil damit auch ja, es scheinbar leichter wurde. Wobei Elternarbeit ist ja, Kooperation mit Eltern ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und so gibt es einige Dinge, wo ich erlebt habe, durchaus, dass die Fachkräfte sich auch in Anführungsstrichen eingerichtet haben in den Pandemiebedingungen. Auch das offene Arbeiten ist ja in Kohortenregelungen zurückgefahren worden. Und dass es gar nicht so einfach ist, jetzt wieder anzuknüpfen an die Dinge vorher. Also das vielleicht so als kleine Nebenbei-Bemerkung. Grundsätzlich, also ich habe auch häufig gehört, dass mit der Pandemie gesagt wurde, wir waren so weit in Sachen Partizipation, jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Dem möchte ich widersprechen. Denn viele von den Aspekten, die Sie hier genannt haben, ja, die Kohortenregelung, die Hygienemaßnahmen und so weiter, das sind Dinge, die auch Erwachsene betrafen, ja. Das sind Einschränkungen, die wir vielleicht in etwas anderer Form als Erwachsene, aber denen wir alle unterlegen sind, und die in einer Demokratie aber nicht bedeuten, dass die Demokratie abgeschafft wird. Und genauso konnte man, glaube ich, in allen Zeiten der Pandemie, bis auf die Zeit, wo die Kitas geschlossen waren, in dem Moment, wo die Kinder in der Kita waren, grundsätzlich gucken, wo gibt es denn Spielräume, wo ich Kindern in diesen Rahmenbedingungen Beteiligung ermöglichen kann. Denn auch wir haben ja als Erwachsene in der Pandemie in Anspruch genommen, dass wir trotzdem wählen dürfen, dass wir trotzdem unsere demokratischen Grundrechte, auch wenn sie eingeschränkt waren, das war ja politische Auseinandersetzung auch, aber dass sie so wenig wie möglich eingeschränkt wurden. Und das geht grundsätzlich auch unter solchen Bedingungen. Also Partizipation ist kein Schönwetterprojekt, sondern ist eine grundsätzliche ja, Perspektive auf die pädagogische Arbeit. Vielleicht Ja. können wir uns das im kleinen Einzelnen gleich noch angucken. Ja, sehr, sehr gerne. Und vielleicht nur eine Sache noch vorab. Rüdiger Hansen hat mal gesagt in einem Vortrag, den ich erleben durfte, Partizipation und Rechte von Kindern gelten immer, Komma, auch in Krisenzeiten. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt auch, genau. Und wie können wir das aber dann nehmen und umsetzen? Und ich glaube, das hat auch wirklich was damit zu tun, nochmal vielleicht, wie Sie gerade schon sagen, manchmal Umwege zu gehen und Nischen zu suchen, wo es zumindest ermöglicht wird. Wenn ich sage, ich kann jetzt nicht beteiligen, ich kann zumindest Kinder anhören oder ich kann sie um ihre Meinung bitten oder wir können uns beide darüber echauffieren, warum etwas nicht geht. Also unterschiedliche Beteiligungsformen. Und darüber wollen wir ja auch sprechen, dass Sie gleich nochmal auch mit uns drauf gucken, wo fängt Beteiligung an und welche Haltung steckt auch dahinter. Ich würde gerne unseren Talk damit eröffnen, dass wir vielleicht auch noch mal so aus der Metaebene drauf gucken. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, hat Partizipation für mich ganz viel auch mit
Macht zu tun, auch ein Stück weit Macht abgeben können. Macht und Verantwortung. Ja, wenn ich Kindern etwas zulasse zu tun, heißt das, ich muss ein bisschen zurücktreten. Ich muss vielleicht auch die Macht, die ich habe als Erwachsener oder als pädagogische Fachkraft, ein Stück weit teilen mit Kindern. Und da würde mich so interessieren, was haben Sie da erlebt und wie würden Sie das auch definieren, das Thema Macht, die wir pädagogischen Fachkräfte haben und das im Kontext von Partizipation, also auch das Teilen mit Kindern. Ja, Macht ist tatsächlich der Begriff, mit dem wir immer wieder starten, wenn wir über Partizipation sprechen. Und wir erleben ganz häufig, dass Fachkräfte sagen, ich habe doch gar keine Macht. Und kaum eine Fachkraft ist in die Kita gegangen oder auch in andere pädagogische Berufsfelder, um mächtig zu sein. Und doch ist es wichtig, dass wir genau aus den Gründen, die Sie genannt haben, uns klar machen, dass wir immer die Mächtigen sind. Und dazu habe ich mal eine Folie vorbereitet, die ich gerne zeigen möchte. Jetzt muss ich einmal hier weitergehen. Genau, indem ich wir versucht haben, deutlich zu machen, was alles mächtiges Handeln in der Kita sein kann. Als erstes denkt man sicherlich, wenn man über Macht spricht, an körperliche Macht. Die ist in der Kita gerade mit jungen Kindern natürlich auch vorhanden. Erwachsene sind kräftiger, stärker als Kinder und gerade in der Krippe sind Kinder sehr darauf angewiesen, dass wir unsere Macht fürsorglich für die Kinder einsetzen. Wir haben aber auch Gestaltungsmacht. Darunter verstehen wir die Gestaltung sozusagen der Rahmenbedingungen. Wie ist ein Tagesablauf gestaltet? Nach welchen Konzepten arbeiten wir? Wie sind die Räume gestaltet? All das liegt in der Entscheidungsmacht der pädagogischen Fachkräfte oder des Trägers, auf jeden Fall der Erwachsenen. Wir haben die Verfügungsmacht. Wir kennen die Ressourcen, die da sind, wie viele Mitarbeiterinnen heute da sind oder nicht, ob wir da einen Ausflug machen können oder nicht, wo die Materialien sind, wie viel Geld zur Verfügung steht und vieles andere. Und wir haben, das ist in der pädagogischen Arbeit eine sehr starke Macht, die Definitionsmacht. Die haben wir nicht nur, wenn wir Elterngespräche vorbereiten und Kinder in Anführungsstrichen beobachten oder sogar Diagnosen stellen. Die haben wir auch immer wieder im Alltag. Ja? Also loben zum Beispiel oder nicht loben, Rückmeldung geben, ist ein sehr mächtiges Verhalten von Erwachsenen. Und auch hier müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir Macht in ganz vielen Aspekten haben. Ja, und wenn ich Ihnen da so zuhöre und jetzt auch auf die Bausteine da gucke, die Sie benannt haben, da ist es auch spannend, sich als Team einfach auch nochmal mit auseinanderzusetzen. Wie Sie schon gesagt haben, körperliche Macht, auch dieses angefasst werden oder wie fassen wir Kinder an? Da sind wir ja auch beim Thema Kinderschutz. Und dann Gestaltung, der Tagesablauf, mache ich das, weil ich das kann als Leitung der Gruppe. Sprich, ich bin die Kita-Erzieherin und sage jetzt, wie der Tagesablauf sein soll. Oder beziehe ich die Kinder mit ein oder ich visualisiere zumindest. Was ich auch spannend fand, war mit der Verfügungsmacht, so nach dem Motto, ich weiß, wo das gute Papier ist und das Gold, die Goldglitzersteinchen und ich gebe die dann dosiert raus. Ja, also auch da habe ich natürlich Macht. Und bei der Definitionsmacht fiel mir auch noch ein, auch was schreibe ich in ein Portfolio rein über das Kind? Ne? Wie setze ich die Lerngeschichte auf? Oder in meinem Ankreuzbogen, kann nicht. Ne? Ich bin diejenige, die sagt, auf dem Status quo steht das Kind. Und, ja, oder was sehe ich überhaupt? Was ist mir wichtig, ja, um es überhaupt wahrzunehmen, ja? Absolut. Ich würde jetzt, bevor wir auf die Mobilisierungsmacht kommen, die haben Sie nämlich noch nicht erläutert, das vielleicht auch gerade an der Stelle stoppen. Ich würde das gerne mal weitergeben an die Teilnehmenden. Was versteht ihr oder was verstehen Sie unter Mobilisierungsmacht? Wir haben jetzt schon 4 Definitionen von Macht. Was könnte das sein, wenn wir die Kinder erleben im Alltag und wissen, wir haben als pädagogische Fachkräfte auch Mobilisierungsmacht? Was könnte das sein? Machen Sie mal eine Fantasie, würde mich mal interessieren. Schreiben Sie es einfach in den Chat. Ja, und dann hatte ich noch eine Rückmeldung hier gerade gelesen. Das war auch nochmal zu dem Thema, was geht oder was geht nicht. Das war nochmal auf draußen bezogen, Frau Professor Knauer, so nach dem Motto, das enge Zeitlimit ist dann der Grund, warum Kinder zum Beispiel nicht nach draußen spielen gehen können. Ne? Ja. Ah, da kommt eine Rückmeldung zur Mobilisierungsmacht, und zwar Kinder überreden. Mhm. Ja. Wollen wir noch mehr abwarten oder
Kinder wollen immer gefallen, also kooperieren sie. Ja, das ist sehr richtig. Das hat Michael Tomasello auch deutlich gemacht. Ja, Kinder kooperieren von Anfang an mit Erwachsenen. Und dann ergänzt sich es vielleicht, das können wir immer wieder ausnutzen. Ja, Kinder, ah, da kommt noch was. Kinder in eine Richtung zu manipulieren. Ja, hier ist schon der Begriff der Manipulation. Mobilisierungsmacht kann man auch als eine Manipulation bezeichnen, eben weil die Kinder abhängig sind von uns Erwachsenen. Und so bekommen wir sie häufig, manchmal bezeichnen die Fachkräfte das auch als pädagogische Tricks in Anführungsstrichen, so bekommen die Fachkräfte Kinder immer wieder zu Dingen, die sie ihnen zuliebe tun. Und auch das ist, ja, das ist eine Form mächtigen Handelns. Ja, dazu gehört auch Motivation und Verstärkung. Das ist alles völlig richtig. Ja, und wie Sie auch schon gerade gesagt haben, das ist so dieses einmal, wir sagen ja auch häufig, wir wollen fördern durch fordern oder auch einfordern, also wo wir bewusst auch vielleicht diese Mobilisierungsmacht nutzen im Positiven, und wir können sie aber auch genauso gut im Negativen machen, indem wir Kinder zu etwas in Anführungsstrichen zwingen durch gute Worte, um das zu erreichen, was wir gerne wollen. Ja. Vielleicht an dieser Stelle nochmal, weil Sie jetzt schon das Positive und das Riskante genannt haben. Ja. Das ist mir tatsächlich nochmal wichtig. Deshalb machen wir auch Macht als Thema auf. Macht ist etwas, was wir als Erwachsene nicht abgeben können und was wir positiv auch verstehen müssen. Also die Kita zu gestalten. Mit ja, Dinge zu beobachten, auch zu definieren, unseren Körper einzusetzen. Das sind alles Handlungen, die wir in der Pädagogik mit Kindern brauchen, für die Kinder einsetzen sollen. Und gleichzeitig, das haben Sie eben auch schon angesprochen, birgt Macht immer ein Risiko. Da werden wir nachher vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Es besteht dann immer auch die Gefahr des Missbrauchs von Macht. Und deshalb ist es so wichtig, darüber im Team zu sprechen, nachzudenken, um diesen schmalen Grat, der auch nicht immer leicht zu erkennbar ist, ja, wo beginnt denn ein möglicher Missbrauch von Macht, dafür auch sensibel zu sein. Das ist im Übrigen auch gesetzlich festgeschrieben, sich mit Macht auseinanderzusetzen, ist eine Voraus- oder mit Partizipation auseinanderzusetzen, ist die Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis von Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Ja, und dieses, was Sie gerade gesagt haben, Macht nicht abzugeben, das ist ja auch manchmal schneller Vorwurf von Eltern, wenn sie dann sagen, ja, Partizipation, ach, da können jetzt alle Kinder machen, was sie wollen, und jeder wuselt da irgendwie rum und die Erzieherinnen, die stehen noch schön an der Seite und gucken sich das Ganze an. Also das wird dann ja auch schnell genau falsch verstanden, nach dem Motto, oh, wenn die Erzieherinnen das aus der Hand geben und die Kinder es selber entscheiden dürfen, dann ist ja Chaos vorprogrammiert. Und ich glaube, genau wie Sie es gesagt haben, darum geht es ja nicht, die Macht abzugeben, sondern man hat die Verantwortlichkeit, und gleichwohl gilt es, den Blick zu öffnen, wo kann man aber Kindern Brücken bauen in Richtung Selbstwirksamkeit mit Blick auf Selbstbestimmung. Vielleicht, Genau. ja, Sie haben ja mir im Vorfeld gesagt, dass Sie auch noch so ein, zwei exemplarische Beispiele da haben, um das nochmal so deutlich zu machen. Vielleicht gehe ich nochmal einmal in die Präsentation mit Ihnen zurück und würde Sie bitten, vielleicht nochmal so auch aufzuzeigen, was ist Ihr Verständnis von ja, Teilhabe und wie kann man sich dem nähern und auch mit Blick auf Eltern, denen deutlich zu machen, dass Partizipation wichtig ist, nicht nur um später Demokratie, ein Demokratiebewusstsein zu haben, sondern das auch zu erleben und was es auch mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Okay, ich klicke einmal weiter und werde das an einer Folie versuchen deutlich zu machen. Dieses Bild stammt aus einem unserer Bilderbücher. Das sind reale Geschichten, was passieren kann, wenn Kinder beteiligt werden. Aber das ist an dieser Stelle jetzt nicht so wichtig. Ich möchte kurz begründen, warum Partizipation strukturell verankert sein sollte und dass man Macht sehr differenziert klären muss. Ich habe Macht hier versucht, durch die Krone zu symbolisieren. Ne? Also ich habe ja eben deutlich gemacht, wir sind alle mächtig in der Kita, wir Erwachsenen, und das soll hier die Krone zeigen. Und wichtig ist an dieser Stelle, vielleicht auch ein bisschen beruhigend für die Erwachsenen, dass pädagogische Fachkräfte ihre Macht auch nicht völlig abgeben können. Sie können also nicht symbolisch jetzt diese Krone nehmen und die den Kindern aufsetzen. Das wäre Vernachlässigung oder auch Kindeswohlgefährdung, weil das ein Alleinlassen der Kinder bedeuten würde.
Was Sie aber machen können, Sie können Kindern verlässlich selbst Mitentscheidungsrechte einräumen. Und das habe ich jetzt dadurch symbolisiert, dass sie sich sozusagen, um im Bild bleiben zu können, einen Zacken aus der Krone brechen können und dann diesen Zacken, also diese geklärten Selbst- und Mitentscheidungsrechte den Kindern überlassen können. Das muss dann aber tatsächlich auch verlässlich sein. Also wir sprechen auch von demokratischer Partizipation und orientieren uns sehr stark an Demokratietheorien. Und was nicht möglich ist, das wäre für uns keine Partizipation, ist heute den Kindern Beteiligung zu diesem Thema zuzugestehen und morgen nicht mehr, sondern Kinder müssen sich dann auch darauf verlassen können, dass das, was verabredet ist zwischen den Erwachsenen, dass sie diese Beteiligungsrechte auch dann haben, wenn die Erwachsenen zum Beispiel keine Lust haben oder schlechte Laune haben oder Pandemie ist oder sonst was. Denn sonst bleibt es in der Willkür der Erwachsenen, wann Kinder beteiligt werden können. Und das hat mit Demokratie nicht so furchtbar viel zu tun. Und ich würde jetzt gerne also wir haben zwei Verfahren entwickelt, mit denen pädagogische Fachkräfte diesen Zacken in der Krone, um im Bild zu bleiben, definieren können. Und das würde ich Ihnen gerne im nächsten Abschnitt zeigen. Das eine ist die Erarbeitung eines Beteiligungsprojektes. Damit starten wir auch ganz häufig, wenn wir mit Kita-Teams arbeiten. Hier sehen Sie das Buch Der neue Kletterturm, wieder eine wahre Geschichte tatsächlich. Da war der alte Kletterturm kaputt und der Hausmeister machte ein Flatterband rum und die Fachkräfte haben gesagt, okay, und wie der neue aussehen soll, da sollen sich die Kinder dran beteiligen. Wenn man Okay. jetzt, Ja, okay. Ich habe nur bestätigt. Entschuldigung. wenn man jetzt gesagt hätte, die Kinder sollen sich grundsätzlich daran beteiligen, dann hätten sie sich an allem beteiligen müssen. Deshalb haben wir dann versucht, machen wir dann am ersten Schritt das so, dass wir die Projektschritte klären. Ne? Was würde man, ohne an Kinderbeteiligung zu denken, eigentlich alles machen müssen, um diesen Turm zu planen? Ne? Man muss Ideen sammeln, auswählen, das alte Gerät abreißen, hier Vorschriften prüfen und so weiter. Und erst wenn diese Schritte geklärt sind, ja, man hat sozusagen die Zacken auf der Krone zum Kletterturmplanung definiert, erst dann wird geklärt, wer entscheidet hier und wer handelt. Die Fachkräfte alleine, die Fachkräfte und die Kinder oder die Kinder alleine. Und da sehen Sie, dass es eine ganze Menge Aspekte gibt, wo die Fachkräfte sagen, ne, die Finanzen klären wir alleine oder auch das Material besorgen wir. Aber einige wenige Aspekte können eben auch die Kinder alleine entscheiden oder zusammen. Und wenn man das vorher genau geklärt hat, dann ist die Chance viel größer, dass Kinder tatsächlich dann auch ein Recht auf Beteiligung haben. Ja, Und und was darf ich einmal reingrätschen? Und ich finde dieses Beispiel so super, was Sie jetzt ausgewählt haben, um das nochmal deutlich zu machen, weil das ist auch so etwas, wo man ganz klar sieht, das kann ich ja im Grunde auf alle Bereiche übertragen. Ja, also ob das ums Essen geht, das Schlafen geht, welche Regeln wollen wir in der Turnhalle haben, was wollen wir nicht außer Hand geben? Da ist dann hier ganz klar die Fachkraft und das sind die vielen roten Punkte, wo man auch sieht, bei diesem Beteiligungsprojekt, da ist der Anteil der Kinder eher gering. Und dann gibt es aber auch vielleicht Beteiligungsprojekte, da ist der viel größer, aber auch nochmal zu visualisieren. Und ich finde, das ist jetzt ein super Beispiel, wie man zum Beispiel auch Eltern gegenüber deutlich machen kann. Also Beteiligung von Kindern heißt nicht, die können alles bestimmen, und die werden auch nicht an allem beteiligt, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das ist, finde ich, gerade ein ganz wunderbares Beispiel dafür. ja, und Sie können dann auch, ich mache jetzt mal ein anderes Projektziel, das es nochmal deutlicher macht. Da oben könnte auch stehen die Einstellung von einer neuen Erzieherin oder einem neuen Erzieher. Also ein Thema, wo in der Regel gesagt wird, aber das geht ja nun gar nicht, da Kinder auch beteiligen. Wenn ich das dann aber in Schritte aufteile, ja, und gucke, was ist denn da alles? Anzeige schalten, Bewerbungen lesen, Bewerbungen auswählen, Probearbeiten, darüber sprechen. Wenn ich das so aufteile, dann werde ich tatsächlich Dinge finden, wo ich mit Kindern hier gemeinsam auch entscheiden kann. Ich kenne Kitas, die haben Kinder an der Anzeige beteiligt und die Kinder haben ihre Wünsche auch mit in die Anzeige geschrieben. Also solche Dinge gehen, wenn man diese großen Themen einmal aufteilt. Das ist sozusagen der in Anführungsstrichen Trick, den ich gleich auch noch in einem zweiten Verfahren zeigen werde.
Was mir hier wichtig ist, rechts sind noch zwei Balken, Gestalten von Meinungsbildungsprozessen und Klärung der Entscheidungsprozesse. Es ist wichtig, dass Partizipation nicht nur zu tun hat mit, ich entscheide mich für das eine und für das oder für das andere, sondern damit ich mich entscheiden kann, muss ich mir vorher auch eine Meinung bilden. Und da müssen sich Fachkräfte überlegen, was brauchen denn Kinder zum Beispiel in diesem Fall, um auf andere Ideen zu kommen, statt auf die klassischen Kletterturmideen. Ja, dann geht man vielleicht mit Kindern zu unterschiedlichen Klettermöglichkeiten, damit sie Erfahrungen machen oder guckt sich Bilderbücher an oder vieles andere. Und auch bei den Entscheidungsprozessen muss ich klären, brauche ich hierfür Gremien? Ja, Kletterturm ist für alle. Dann muss ich das auch mit mehreren Gruppen diskutieren. Ist es eine einfache Mehrheit? Soll es ein Konsensprinzip sein? Also alle Themen der großen Demokratie, die finden sich hier immer wieder auch im Kleinen. Ja, und das, was Sie jetzt gerade nochmal beschreiben, auch Meinungsbildungsprozesse eben auch, wenn ich sage, es soll eine Mehrheitsentscheidung geben und die Kinder erleben am Ende nachher, ich habe einen Klotz, den ich hinlege und dann, wo der Turm am höchsten ist oder wo am meisten liegt, das wird genommen. Da bin ich auch beim Thema wieder Aushalten von Frustrationen, aushalten, dass meine Meinung zwar wichtig ist, ich darf mich beteiligen, aber es gibt eben viele andere Meinungen, die sind vielleicht abweichend von meiner. Und vielleicht auch, wenn es kein Mehrheitsentschluss ist, auch manchmal man diskutiert und redet so lange, bis man etwas gefunden hat, wo alle sagen, das ist gut. Also wie wir es ja immer auf der Erwachsenenebene im Prinzip auch machen. Ja, und deshalb müssen wir uns vorher als Fachkräfte eben Gedanken machen, wie entschieden werden soll. Und ich würde bei so einer Planung des Kletterturms, der ja hoffentlich auch einige Jahre steht und nicht sofort wieder kaputt ist, da würde ich mit einer Stimme Mehrheit mich, glaube ich, nicht zufrieden geben, sondern da würde ich sagen, es braucht eine qualifizierte Mehrheit, zum Beispiel von 2/3. Und dann braucht es eben noch einen längeren Meinungsbildungsprozess, wenn ich jetzt nur eine Stimme Mehrheit habe. Das liegt aber in der Verantwortung der Fachkräfte, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, das ist auch nochmal ein spannender Ansatz, eben auch, wie kommen Kinder dahin, dass sie sich überhaupt eine Meinung bilden können. Und ich glaube, je kleiner sie sind, desto mehr muss ich auch mit Visualisierung, Erklärung über einen längeren Prozess arbeiten, während sie, wenn sie vielleicht größer sind, ich das auch sehr stark machen kann über Gespräche oder über Austausch oder eben über Diskussion. Ja, wobei ich auch sagen würde, auch mit älteren Kindern braucht man in der Regel mehr als nur Gespräche. Manchmal habe ich das Gefühl, auch Erwachsene brauchen mehr als Gespräche. Also man braucht schon Erfahrungen, auch sinnliche Erfahrungen. Und die Visualisierung haben Sie angesprochen, ja. Ein großes Streitthema ist ja ganz häufig mit Eltern, wenn ich jetzt mal sehr konkret werde, das Thema Schlafen. Ich nehme jetzt mal das als Beispiel, weil wenn ich jetzt so ihr Projektziel sehe, da würden die Eltern sagen, ach, das ist ja toll und super, wie die da die Kinder beteiligen. Und ja, stimmt auch, einiges können Kinder entscheiden, auch nicht. Aber wenn es um Schlafen geht, also das mache ich jetzt mal schon selber. Und dann geht die Mutter zur Erzieherin hin oder zum Erzieher und sagt, also Sie legen mein Kind heute Mittag nicht hin, den kriege ich ja abends nicht ins Bett. Und die Erzieherin sagt aber, nee, nee, der Kleine, der klappt uns hier mittags schon weg, der ist so müde, der braucht noch diesen Schlaf. So, und das ist so diese Reibung auch, die man ganz häufig im Alltag erlebt. Nützt dann auch so eine Vorgehensweise was oder muss man dann noch mal ganz anders rangehen? Das war jetzt für mich das Stichwort, unser zweites Verfahren vorzustellen. Ich habe jetzt nicht Schlafen ausgewählt, kann das aber nachher auch kurz übertragen. Nämlich, da geht es bei dem, was Sie jetzt angesprochen haben, auch um die grundsätzliche Erarbeitung von Rechten. Ja, wie will ich eigentlich grundsätzlich in der Kita demokratisch arbeiten? Wir verstehen hier das Team als verfassungsgebende Versammlung, wieder einer der Begriffe aus der großen Politik, und arbeiten in der Regel über ja, Teamtage, mehrere Teamtage auch. Diese beiden Fragen, ne? Worüber sollen die Kinder selbst entscheiden oder mitentscheiden? Und worüber sollen die Kinder auf keinen Fall selbst entscheiden oder mitentscheiden? Und das machen wir tatsächlich auch relativ breit auf. Dazu gehört das Thema Kleidung, ist ein sehr emotional belastetes Thema immer wieder. Das Thema Essen, daran mache ich es jetzt gleich fest. Das Thema Schlafen gehört dazu, wie Sie es eben angesprochen haben. Aber auch Raumgestaltung, Projektthemen bis hin zur Personaleinstellung, da habe ich eben schon was zu gesagt, oder Finanzen. Und was wir hier machen, ist wieder das ganze Kleinarbeiten.
Hier sehen Sie aus, wir haben so Bildkarten gemacht im Don Bosco Verlag. Da sind auch so sechs rechte Fragen drin. Haben die Kinder das Recht, selbst zu essen, ob was und wie viel, selbst entscheiden, ob was und wie viel sie essen? Da gibt es auch eine Karte, haben die Kinder das Recht, selbst zu entscheiden, wo und wie lange sie schlafen? Und dann arbeiten wir wieder, ähnlich wie wir das eben schon im Projekt gesehen haben, mit einer Aufteilung. Denn hinter dem Thema Essen, genauso wie hinter dem Thema Schlafen, stecken ganz viele Einzelfragen, über die man sich sehr gut austauschen muss. Ja, bei Mahlzeiten ist die Frage, ob sie essen, was sie essen, wie viel sie essen, wann sie essen, wo, wie, was es gibt, vielleicht die Sitzordnung. Und Sie sehen hier wieder, dass dann die Fachkräfte, dass man dann gucken muss, wer entscheidet, die Fachkräfte alleine, die Fachkräfte und die Kinder oder die Kinder alleine. Bei dem Thema, ob und was müssten es die Kinder sein, sonst bin ich eigentlich in grenzüberschreitendem Verhalten. Aber gerade wenn Sie an den Probierklecks denken, der ja durchaus noch nach wie vor in Kindertageseinrichtungen vorhanden ist, dann muss auch das diskutiert werden. Und so geht man auch beim Schlafen. Ja, würde ich hier so eine Liste aufmachen und dann wird im Team diskutiert, was wollen wir Kindern grundsätzlich an Rechten geben. Gerade bei den Selbstentscheidungsrechten, ne, wie Schlafen, Mahlzeiten, Kleidung, gibt es hochemotionale Diskussionen, weil das viel auch zu tun hat mit eigenen biografischen Erfahrungen und auch mit Fürsorgefragen, Kindern gegenüber. Ja, da würde ich gerne nämlich nochmal sag ich mal, einen reingrätschen, nämlich gerade, was Sie sagen, den letzten Aspekt, Fürsorge. Es gibt ja diesen oft zitierten Spruch, Partizipation endet, wo Fürsorge beginnt. Also wann ist dieser schmale Grat, den Sie gerade benannt haben, dass ich sagen kann, da werde ich jetzt aktiviert mit meinen Fürsorgepflichten, mit meiner Aufsichtspflicht, da muss ich jetzt reingehen, da ist vielleicht Gefahr in Verzug, da muss ich jetzt gucken. Und bei Eltern ist es ja ganz häufig, dass sie schnell diese Argumente auch bringen und sagen, nee, mein Kind kann das noch nicht entscheiden draußen, was richtig ist, da muss doch der Erwachsene hingehen, die Erzieherin muss das doch sehen, die muss mein Kind da doch anleiten, das möchte ich auch und das erwarte ich auch. Da würde ich vielleicht auch nochmal alle, die uns jetzt zuhören, bitten, die Erfahrungen in den Chat zu schreiben oder auch, wie geht ihr da eigentlich mit um, wenn Eltern so massiv auftreten oder euch bewusst die Pistole vielleicht auch auf die Brust setzen nach dem Motto, aber ich möchte das als Mutter, ich bin ja hier auch diejenige, die das Kind anvertraut an die Einrichtung und da erwarte ich einfach, dass da auch Fürsorgepflicht ist. Wie geht ihr mit solchen Forderungen um? Könnt ihr da was mit anfangen, was wir gerade besprochen haben, beispielsweise jetzt auch mit der Beteiligungsform, dass man im Vorfeld erstmal überlegt, auf der Erwachsenenebene, wo dürfen Kinder was entscheiden? Lasst uns mal ganz kurz teilhaben, wie das in eurem Alltag aussieht. Die Zeit, während die in den Chat geschrieben wird, nutze ich noch, um sozusagen die Quintessenz der letzten Folie vorzustellen. Sehr Nämlich, wir gerne. packen das dann tatsächlich auch in Artikel oder Paragraphen, die nachher die Kita-Verfassung ausmachen. Ne? Da stehen dann als erstes die Rechte tatsächlich, die Kinder haben sollen. Und wenn man sich das hier nochmal durchliest, ich lese es jetzt nicht vor, Sie sehen es selber, dann ist es die Verschriftlichung dieses Klärungsprozesses, den wir eben hatten. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass Eltern dann, also Eltern müssen sowieso informiert werden, aber dass sie dann auch ihre Bedenken vielleicht äußern. Ja, und ich meine, damit haben Sie ja jetzt schon auch, und das ist noch nicht im Chat eingetroffen, von daher nehme ich das vielleicht auch als Reaktion, dass die Kolleginnen und Kollegen, die uns heute zuhören, sich an der Stelle nicht euch äußern möchten, dass wir einfach auch vielleicht sagen, ja genau, und wenn ich das festgeschrieben habe in der Kita, wohl durchdacht und gemeinsam auch im Grunde im Team durchgeknetet, dass man sich dann auch darauf berufen kann. Also, dass man gar nicht mehr ständig immer in die Diskussion mit den Eltern eintaucht, sondern eher sagt, das ist nicht vom Himmel gefallen, das haben wir erarbeitet und das ist jetzt so, wie wir hier in der Kita das verstehen. Und jetzt Ja, kommt. jetzt sieht man ja hier auch im Chat schon, möglichst transparent für die Eltern machen, es nicht vorwurfsvoll machen, finde ich auch sehr richtig. Also Genau. wenn Eltern sagen, ich will aber, dass mein Kind eine Jacke anzieht, wenn es rausgeht, und sie haben aber gesagt, zum Beispiel bis, weiß ich nicht, 12 Grad Außentemperatur darf das Kind das selber entscheiden.
dann tun die Eltern das ja nicht, um sie zu ärgern, sondern die Eltern tun das ja, weil sie eben auch Sorge um das Kind haben. Und deshalb ist es wichtig, genauso die Eltern mitzunehmen. Und gleichwohl kann die Sorge von Eltern kein Grund sein, Kindern keine Beteiligungsrechte zu geben, weil erstens sind sie dazu gesetzlich verpflichtet und zweitens geht es ja auch, brauchen Kinder auch genau diese Erfahrung, um sich selber als Person, als Menschen mit Rechten zu erleben. Und Sie alle kennen, wenn ich gerade bei der Jacke, wenn ich bei dem Thema mal bleibe, meine 95-jährige Mutter sagt heute noch zu mir: Kind, mach dir einen Schal um. Mir ist kalt. Ja, es sind ja sehr unterschiedliche Gefühle, also Temperaturen werden sehr unterschiedlich gefühlt. Und hier müssen Kinder tatsächlich Erfahrungen machen. Und all dieses gilt es mit Eltern immer wieder auszuhandeln. Ja, und ich schaue jetzt auch gerade auf den Chat, da kommen wirklich auch wunderbare Rückmeldungen, so einmal verständnisvoll und nicht vorwurfsvoll reagieren, dann aber auch situationsbedingt eine hohe Transparenz schaffen für die Eltern, Vermerk auf die Konzeption, was wir auch gerade schon besprochen haben, oder eben auch verschiedene Punkte dann nochmal ganz gezielt für Eltern erläutern. Ich glaube, ein Standing ist dann auch wichtig, dass alle im Team geschlossen dahinter stehen und nicht der eine so und der andere so. Das ist dann häufig für Eltern auch nochmal ambivalent. Dann, Deshalb wird im Übrigen eine Kita-Verfassung, die wird ja verabschiedet vom Team. Und die wird tatsächlich nur im Konsens verabschiedet. In der Kita-Verfassung, so wie wir sie moderieren, steht der kleinste gemeinsame Nenner von Rechten der Kinder in dieser konkreten Kita. Also man muss tatsächlich hier auch die Fachkräfte mitnehmen. Denn viele Sorgen der Eltern haben die Fachkräfte auch als Personen. Ja, das ist, da danke ich Ihnen, dass Sie das noch ansprechen. Frau Knauer, genau das erlebe ich ja auch. Und alleine, was Sie jetzt schon gerade sagen, die einen im Team, die aber sagen, nee, das will ich aber nicht oder kann ich auch nicht mitgehen, und die anderen sagen, doch, das ist aber wichtig. Also, und wenn Sie sagen, in die Kita-Verfassung kommt der kleinste gemeinsame Nenner, dann ist es ja wirklich so, wir reden so lange, bis alle das unterschreiben können. Ja. Da würde ich jetzt noch mal ein bisschen kratzen wollen. Was machen wir denn, wenn wir uns nicht einigen können? Also, das dann ist ja oft so dieses am Ende, dann entscheidet Leitung das. Wie würden Sie das für diese Prozesse sehen? Wenn jetzt man wirklich merkt, eine Kollegin oder ein Kollege blockiert an der Stelle und sagt, nee, das kann ich einfach nicht. Wie gehen Sie damit um, wenn man so einen schwierigen Knoten hat, der scheinbar nicht zu lösen ist? Also erstmal empfehlen wir, das hatte ich schon angedeutet, dass man sich hier eine externe Moderation holt, die möglichst nicht die Leitung ist, weil die Leitung immer auch in der, ja, immer ein Part im Team hat und eingebunden ist in das Ganze. Und wir haben hier Multiplikatoren und Multiplikatoren ausgebildet, die hier über bestimmte Verfahren auch der Konsensfindung verfügen. Also das eine ist, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ne? Es wird in kleine Schritte aufgeteilt. Das zweite ist, man macht dann nochmal Arbeitsgruppen oder spricht nochmal darüber, wo liegen denn hier die Probleme und worauf könnte ich mich noch einlassen. Also da gibt es auch verschiedene Methoden, mit denen man dann tatsächlich arbeiten kann. Und es gibt bestimmte, also bei dem Thema Essen eben, gibt es tatsächlich bestimmte Grundelemente, wenn jemand ein Kind zum Essen zwingen würde. Da wäre für mich eine Grenze, auf die ich mich nicht einlassen würde, weil das schlicht und einfach auch gern Kinderschutzaspekt dann ist. Aber ansonsten versuchen wir tatsächlich, es möglichst konkret zu machen. Und in der Regel gibt es erstmal eine Einigung. Wenn die Fachkräfte dann Erfahrungen gemacht haben mit Partizipation, dann merken sie häufig, dass es gar nicht so schwierig ist, wie sie befürchtet haben. Deshalb sagen wir auch immer erstmal Partizipationsprojekte und dann sich mit einer Kita-Verfassung und mit diesen grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Ja, das fand ich jetzt nochmal wichtig, dass Sie das so dezidiert dargestellt haben, weil ganz häufig ist auch so der Anspruch oder die Grundannahme, wir müssen jetzt ein Kinderparlament machen und da müssen wir so, da sage ich immer, nee, 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 wir können erstmal anders anfangen, so tröpfeln. Ja, und ein Tropfen, noch ein Tropfen, noch ein Tropfen, bis man nachher so ein Rinnsal hat und daraus wird ein Fluss. Und das ist, glaube ich, auch dieses Team mitnehmen, gemeinsam im Dialog sein. Eine Kollegin schrieb auch noch in den Chat, wirklich auch ganz gut gucken, die Interessen und Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das kann auch so ein Ansatz sein, um mit dem Team gemeinsam den Weg zu ebnen. Und ich glaube einfach auch, dieses auch nochmal zu überlegen, was Sie gerade gesagt haben, so, was habe ich eigentlich selber erlebt? Ja, auch das ist Biografiearbeit, so wie bei den Eltern auch. Und so müssen pädagogische Fachkräfte an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal eigene Reflexionsschleifen drehen. Warum fällt es mir vielleicht so schwer mitzugehen? Oder was ist auch meine Vorwegannahme, mein Kopfkino? Was könnte da schlimmstenfalls passieren?
Und wenn man das schafft, auch so abzutragen, so ähnlich arbeite ich auch in meinen Weiterbildungen, dann ist es schnell auch Bereitschaft da, sich auf diesen Weg einzulassen. Also wir sagen auch, die Fortbildungen, die dann die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren machen, sind partizipative Fortbildungen. Ne? Es gibt einen Rahmen und gleichzeitig wird auch die Kita-Verfassung, ja, entsteht mit dem Team und die wird für jedes Kita etwas anders aussehen, weil jedes Team sich mit diesen Fragen unterschiedlich auseinandersetzen muss. Und vielleicht noch eben, Sie haben das Stichwort Kinderparlament genannt, dann kann ich vielleicht noch mal hier eine zweite Folie aufmachen. Die Gremien sind tatsächlich immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist die Erklärung der Rechte. Und erst dann kommen die Gremien, denn Gremien sind Mittel zum Zweck. Wenn ich keine Rechte habe, dann brauche ich auch kein Gremium. Deshalb klappen im Übrigen viele Partizipations- oder viele Gremien nicht, weil vorher nicht die Rechte geklärt sind. Und hier haben wir in der Regel Gremien auf zwei Ebenen. Ne? Erstmal auf der Gruppenebene, also einer kleineren Ebene oder Bezugsgruppen in offenen Kitas. Und erst dann, wenn wie bei dem Klettergerüst die ganze Kita betroffen ist, dann brauche ich eine Art Parlament oder hoher Rat oder wie auch immer das genannt wird, wo Delegierte oder die Fünfjährigen, auch da gehen die Kitas unterschiedlich mit um, für ihre Gruppen sprechen und man sich dann aus den Gruppen nochmal in einem übergeordneten Gremium einigt. Aber das ist, wie gesagt, der zweite Schritt und der muss unterfüttert sein von der klaren, konkreten Klärung der Beteiligungsrechte. Ja, ich fand das auch jetzt nochmal ganz wichtig. Ich hatte mir das eben auch nochmal notiert, so auch Ihr Vorgehen, wo Sie sagen, so einmal sich erstmal mit dem Thema Macht auseinandersetzen, dann das Thema Meinungsbildung. Wie kommen Kinder überhaupt dahin, dass sie sich eine Meinung bilden können? Mhm. Darauf baut dann auf, was soll es für Entscheidungsprozesse gehen? Und die Entscheidungsprozesse werden dann mit den Entscheidungsrechten kombiniert. Und erstmal das klären, bevor man dann hingeht und sagt, so, wir machen eine Kita-Verfassung und schreiben das fest. Wie stehen wir den Kindern zu? Auf was einigen wir uns? Auf was dann Leitlinien sind fürs Team, um auch das transparent den Eltern zu machen? Und erst am Ende der Kette steht im Grunde das Parlament. Und ich erlebe das manchmal im Alltag ganz andersrum. Die fangen mit dem Parlament an und stellen fest, oh Gott, irgendwie ist das alles doof. Und dann wird auch Partizipation ist auch blöd, das machen wir dann doch nicht. Mhm. Und ich glaube, so wie Sie es auch beschrieben haben, die Einbindung in den Alltag, wirklich zu gucken, beim Essen, beim Schlafen, aber auch bei den Gruppenregeln. Also wo kann ich ganz konkret ansetzen und dann mit kleinen Schritten beginnen, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Und ich glaube, dann gelingt es auch, und das schrieb auch eine Kollegin noch in den Chat, auch die Eltern da mitzunehmen. Mhm. Ich würde noch mal einmal auf das Thema Schlafen kommen, weil das immer so beim Thema Partizipation auch ein Thema ist. Der Ansatz ist ja auch, Eltern klarzumachen, Kinder haben Rechte. Manchmal kollidieren aber die Kinderrechte ja mit den Elternrechten. Sorgeberechtigte haben auch Rechte. Wie ist da so Ihre Haltung vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis? Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist ein gutes Argument, das hat sich bewährt, um auch nur eine Brücke zu bauen zu den Eltern hin, wenn es um diese unterschiedlichen Rechte geht, die da manchmal aneinander knallen? Ja, Elternrechte versus Kinderrechte ist im Übrigen auch das Argument, weshalb die Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz stehen, weil genau dieser Konflikt hier befürchtet wird und man da einseitig auf Elternrechte schaut. Ich glaube, da gibt es nicht das Argument und es gibt auch nicht die eine Lösung, weil der Grund, warum Eltern zum Beispiel von Fachkräften in der Kita bitten, das Kind nicht schlafen zu lassen oder das Kind schlafen zu lassen, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Mhm. Vielleicht arbeiten die Eltern im Schichtdienst oder müssen morgens ganz früh raus und wenn das Kind lange in der Kita schläft, macht es abends lange Party und es gibt große Herausforderungen, den Alltag zu bewältigen. Ja, ich finde, das ist auch ein berechtigter Grund von Müttern und Vätern und auch anders. Man wird sich grundsätzlich über das Thema auseinandersetzen müssen und vielleicht hier Rechte festschreiben müssen. Und dann wird man aber in Einzelfällen wieder mit Eltern ins Gespräch gehen müssen und gucken müssen, wo liegt denn genau das Problem? Und finden wir hier gemeinsam einen Weg, dieses Problem zu lösen? Und da kann ich jetzt nicht Ihnen sagen, was da jetzt der Zauberweg sein wird, sondern das ist wie immer in der Pädagogik, gerade auch mit Eltern, ein Ringen um eine Lösung, in der Kinderrechte umgesetzt werden können, aber auch ein Familienalltagsleben dann gelingt.
Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Da bin ich froh, da vertreten Sie genau die gleiche Haltung wie ich oder ich die gleiche Haltung wie Sie, weil ich sage, es geht ja nie auch um ein Siegen. Wer hat Recht? Sondern es gibt die Lebenswelt Kita und die Lebenswelt Familie und es geht ein Aufeinander zu bewegen. Und das hat für mich manchmal auch was damit zu tun, einen Schritt nach vorne und einen Schritt wieder zurück. Also so dieses Einpendeln aufeinander. Und wenn die Eltern berechtigte, ich sage mal, Ansprüche darauf haben, zu sagen, ich muss irgendwann auch ins Bett gehen und schlafen, weil ich den nächsten Tag früh raus muss oder alleinerziehend bin, brauche ich vielleicht da eine besondere Unterstützung auch von der Kita. Und deswegen bin ich froh, dass es da nicht die eine Lösung gibt, weil mein Credo ist immer nicht die Gießkanne für alle das Gleiche, sondern jedem das Seine. Also gut zu gucken, bei welcher Familie muss ich vielleicht welchen Weg einschlagen und wo muss ich vielleicht welchen Kompromiss auch finden. Manchmal hilft schon, dass man über eine Zeit lang ein Tagebuch führt, so ein Schlafprotokoll und dann nochmal sich überlegt, wo kann so ein erstes Annähern sein, vielleicht das Kind eher ein bisschen später hinzulegen, ein bisschen eher zu wecken, aber dass es immer noch zum Wohl des Kindes ist. Und wo Eltern dann auch ein Verständnis dafür entwickeln, ich kann nicht von heute auf morgen mit der Brechstange das erreichen. Eine Kollegin schrieb auch noch in den Chat, die Bedürfnisse ernst zu nehmen, die kollidieren manchmal auch. Gleichwürdigkeit, ja, bin ich sehr bei ihr. Und wichtig ist auch die Partizipation für alle Beteiligten, ist ein aktives Zuhören. Genau, Ja. eine Grundhaltung auch einzunehmen von, ich möchte echtes Interesse am anderen haben. Warum argumentiert er so oder wieso ist der Mutter das wichtig? Und vielleicht können wir ja noch zum Schluss noch mal einmal so drauf gucken. Neben den Rechten, die wir Kinder zugestehen, gehört ja auch die Möglichkeit, dass Kinder sich beschweren dürfen. Jetzt ist es ja auch so, auch das ist ein Thema, was immer schnell, hu Gott, das jetzt auch noch. Es reicht auch, wenn sie mitbestimmen dürfen oder selber was bestimmen dürfen. Warum sollen sie sich jetzt auch noch beschweren dürfen? Und können Kinder das überhaupt? Sie können ja auch keinen Zettel ausfüllen, Feedbackbogen. Aber wie sind da Ihre Erfahrungen zum Thema Beschwerdeverfahren im Rahmen von Partizipation? Vielleicht mögen Sie da noch mal so mit uns drauf gucken. Also das Recht, sich beschweren zu dürfen in der Kita, das ist tatsächlich im Paragraphen 45 für die Erteilung einer Betriebserlaubnis festgeschrieben worden. Die ist 2012, also ist nicht ganz neu, durch das Bundeskinderschutzgesetz in das Kinder- und Jugendhilfegesetz gekommen. Also eigentlich, oder es ist so, dass die Aufsichtsbehörden prüfen, ob das bei Ihnen in der Verfassung steht der Kita, die Beschwerdeverfahren und ob sie die auch durchführen. Sie müssen die gewährleisten. Das hat etwas damit zu tun, dass ja, es hat was mit Gewalt in Einrichtungen zu tun. Ne? Ich knüpfe an meine Folie von vorhin, von der Macht. Machtmissbrauch kann weniger durch, vielleicht auch, aber nicht so stark, durch Appelle an Fachkräfte reduziert werden, sondern hier ist vor allen Dingen das Recht zu sagen, nein, ich will das nicht, das gefällt mir nicht. Also sich zu beschweren, es öffentlich zu machen, das ist eine sehr viel stärkere Möglichkeit auch. Und deshalb ist das so ins Kinderschutzgesetz gekommen. Und wir haben auch hier, jetzt mache ich mal meine Folien nochmal auf und rutsche mal ganz weit nach hinten. Nee, da war es schon. Ups, da ist es. Wir haben hier 8 Fragen entworfen, die möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, mit denen Teams tatsächlich auch schon solche Beschwerdeverfahren entwickeln konnten und die sensibilisieren für die Problematik oder Herausforderungen, die damit auch einhergeht. Die erste Frage lautet, worüber dürfen sich die Kinder in der Kita beschweren? Antwort über alles. Wichtig, auch über die Fachkräfte, ja, weil es eben im Kinderschutz tatsächlich weil es ein Teil des Kinderschutzgesetzes ist. Wie bringen Kinder ihre Beschwerden zum Ausdruck? Die schreiben in der Regel keine Zettelchen, wie Sie richtig sagten. Eine Beschwerde kann auch sein, schreien, weinen, beißen, schlagen, sich zurückziehen, gar nichts sagen, gerade in der Krippe. Und ich muss dafür sensibel sein, solche Äußerungen eventuell auch als Beschwerden zu begreifen. Dann werde ich ganz anders handeln, als wenn ich das als in Anführungsstrichen unsoziales Verhalten definiere. Ich bin wieder in der Definitionsmacht. Ja, und dann geht es so weiter. Ne? Wie kann ich Kinder anregen dazu, sich zu beschweren? Sie müssen es ja lernen. Das heißt, ich muss kleine Beschwerden immer wieder auch zulassen, denen auch nachgehen geben. Wo können sich Kinder beschweren? Ja, letztlich, die haben im Übrigen sogar ein Recht, sich außerhalb der Kita zu beschweren, aber in der Krippe wird eine externe Beschwerdestelle kaum Sinn machen. Ja, die kommen da ja gar nicht hin. Das heißt, letztlich müssen sie sich bei denen beschweren, über die sie sich vielleicht beschweren.
Viele Einrichtungen nutzen auch Sprechstunden bei der Leitung. Also auch hier könnten wir vieles besprechen. Wie wird das aufgenommen und dokumentiert? Wie wird das bearbeitet? Und dann gibt es zwei Fragen, die sozusagen diese ganzen Schritte begleiten. Die eine Frage ist, wie wird der Respekt den Kindern gegenüber im gesamten Beschwerdeverfahren zum Ausdruck gebracht? Also wie gehe ich auch respektvoll mit einem spuckenden Kind um, das sich vielleicht über etwas beschwert? Ja, das hat ja auch etwas zu tun, auch mit mir selber als Fachkraft. Ich habe da ja auch Emotionen. Und wie können sich Fachkräfte gegenseitig unterstützen, eine beschwerdefreundliche Einrichtung zu, und einen Alltag zu entwickeln? Also im Team auch immer wieder zu schauen, wie schaffen wir es, dass wir da auch nicht solidarisch gegen die Kinder, aber auch freundlich mit uns, fehlerfreundlich vielleicht auch mit uns selber immer wieder umgehen, die andere einerseits nicht an Pranger stellen, aber auf der anderen Seite uns ernst nehmen und die Beschwerden vor allen Dingen der Kinder ernst nehmen, also die nicht bagatellisieren. Wenn man diese Fragen im Team der Reihe nach durcharbeitet, ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Und ich glaube, hier wird auch schon deutlich, wo da die vielen, 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 vielen Herausforderungen auch für das Team liegen, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ja, das fand ich jetzt gerade nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Und Ihre Präsentation stellen wir hinterher auch auf der Landingpage. Da kann man das dann im Grunde auch nochmal alles nachlesen, sich runterladen, sich damit auseinandersetzen. Sie haben ja auch noch dieses schöne Buch geschrieben, was schon seit langen Jahren bei mir ein guter Wegbegleiter ist. Da haben wir ja auch gerade dieses gesehen, was auf der Flipchart war mit diesem Fachkraft-Kind. Ich glaube, es gibt gute Möglichkeiten, wenn man sich diesem Thema weiter in der Tiefe annähern will, auch auf Material, was Sie entwickelt haben, zurückzugreifen. Was ich auch nochmal in die Kamera halten möchte, sind wirklich diese tollen kleinen Heftchen. Sie haben immer gesagt, das sind echte Geschichten, wo man sagt, da kann man nochmal nachlesen, wie kann das gehen, auch mit Kindern sich auf den Weg zu machen. Ist beides alles im Bertelsmann Verlag auch erschienen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, heute waren so viele inspirierende Aspekte nochmal dabei. Ich hätte noch Lust, ein Stündchen weiter mit Ihnen zu plaudern und das eine oder andere nochmal genauer durchzukneten. Aber unsere Stunde ist schon zu Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Frau Professor Knauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese wertvollen Aspekte nochmal benannt haben, auch jetzt zum Schluss nochmal mit dem Beschwerdeverfahren, weil ich weiß, wie herausfordernd das auch ist für unterschiedliche Einrichtungen, sich diesem Thema anzunähern. Und auch, ich fand es gerade ganz interessant, dieses ein Beißen, ein Spucken, ein Hauen kann auch eine Beschwerde sein, ja, und ist eben nicht ja, aggressives, frühkindliches Verhalten, was es gilt, in den Blick zu nehmen. Also auch alleine das zuzulassen und darüber nochmal nachzudenken, war für mich nochmal ein ganz wertvoller Denkanstoß. Also vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben hier für uns. Und ja, jetzt vielleicht schon mit Blick auf den nächsten Monat, auf den November, da haben wir einen ganz besonderen Dusima-Talk, weil da sind wir nicht an einem Dienstag, sondern ausnahmsweise an einem Montag. Und zwar am 22. November ist der Dusima-Talk eingebunden in den Online-Fachtag zum Thema digitale Bildung. Mein Talkgast ist dann Dr. Lea Schulz. Und zwar haben wir das spannende Thema Diklion, digitale Bildung und Inklusion zusammengefasst in einem Begriff. Und da machen wir eine Begriffsschärfung, was ist das eigentlich? Und digitale Bildung dann auch nochmal unter dem Aspekt der inklusiven Arbeit zu betrachten. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und Frau Dr. Schulz hat viele kreative Beispiele auch in ihrem Talk-Paket, was wir dann auspacken werden. Wie kann das gelingen? Beispielsweise mit dem Blick auf Sprachförderung, aber auch als kollegiale Austauschformate und wie können eben digitale Medien auch gerade beim Thema Inklusion genutzt werden. Also auch da lade ich alle wieder ein, dabei zu sein. Wichtig diesmal Montag, der 22. November, also wir weichen ab von unserem Dienstag einmalig und auch die Uhrzeit ist eine andere. Wir gehen ausnahmsweise in den Abend hinein und zwar um 19.30 Uhr ist dann unser Talk erst, weil er, wie gesagt, eingebunden ist in diesen Fachtag. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Es kommt noch eine Frage. Stellen Sie bitte den Buchtitel in den Chat. Ja, das kann ich noch mal eben machen. Oder Frau Knauer, mögen Sie das mal eben reintippen, den Buchtitel von Ihrem Praxisbuch Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita. Dann haben wir das noch. Ich nutze die letzte Minute, um mich dann entsprechend auch
zu verabschieden. Wir werden die Buchtitel nochmal auch von den kleinen Heften mit in das Handout stellen, was Frau Knauer zur Verfügung steht. Dann hätten Sie das Buch da auch nochmal drin. Und vielen Dank erstmal dafür, Frau Knauer, dass Sie es jetzt so spontan reingegeben haben. Und dann kann man auch nochmal in dem Skript, wenn Sie sich das runterladen, alle Bücher anschauen. Vielleicht ist das ein oder andere für Sie dabei. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei waren, wünsche Ihnen eine ganz, ganz gute Zeit. Freue mich auf den nächsten Talk im November. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und Ihnen, Frau Knauer, nochmal ein herzliches Dankeschön für heute, für die gemeinsame Zeit hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Günster-Schöning. Es hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Und wir sind auch gleich weg, wenn der Jingle ist. Also von daher einen schönen Feierabend für Sie. Allen anderen auch einen schönen Feierabend. Und bis ganz bald.